Leute, einen wunderschönen guten Morgen an alle. Bei mir ist es 6 in der Früh. Ich melde mich wieder mal aus Salzburg und heute ist wieder mal ein besonderes Video an der Reihe. Und zwar geht es mit diesem Ferrari da im Hintergrund nach Budapest, fast 600 Kilometer von Salzburg weg nach Ungarn. Ich bin schon gespannt, ob er das durchhält. Dort werde ich 2-3 Tage bleiben, aber ich werde nicht nur Eier schaukeln, sondern ich habe auch ein paar Lost Places für euch gefunden. Die möchte ich euch abfilmen. Also eine Reise nach Budapest, die werde ich euch abfilmen. Und die 2-3 verlassenen Orte, die ich gefunden habe. Es handelt sich um Bunker und so weiter. Ich weiß zwar nicht, ob ich dort hineinkomme, aber das sehen wir dann in den folgenden Wochen. Ich werde euch natürlich alles abfilmen, wie immer. Und jetzt geht es dann los, also laut Navi 5 Stunden Fahrt. Ich werde euch das jetzt kurz einblenden, damit ihr wisst, wie ich so unterwegs bin mit dieser PS-Maschine, mit diesen 45 PS. Hier eine kurze Animation, damit ihr wisst, wo ich so herumfahre. Ich starte in Salzburg, wie erwähnt, und fahre immer weiter Richtung Osten, also vorbei an Linz, weiter zum Bundesland Niederösterreich, vorbei am wunderschönen Wien. Achtung, nicht in die Slowakei reinfahren. Wer reinfährt, braucht eine extra Autobahnvignette. Genauso wie für Ungarn braucht man auch eine Vignette. Immer weiter Richtung Budapest und es müssten so um die 550, 560 Kilometer insgesamt sein. Hier wird etwas weniger angezeigt. Hier ist nochmal das Auto, falls es irgendwer nicht weiß, mit was ich unterwegs bin. Ein Yugo, Baujahr 1990, 45 PS. Rote Ferrari-Farbe, so sieht das Ding aus. Kofferraum hat gerade so gepasst für einen Koffer, also der Kofferraum ist jetzt voll. Es passt nichts mehr hinein. Genau ein Koffer und ja, jede Menge Werkzeug. Denn ich bin schon gespannt, ob das Auto das durchhält. Also ein bisschen Angst habe ich schon, muss ich sagen. Also Respekt, sagen wir so. Denn so ein altes Auto und dann auch noch im Ausland irgendwo stehen bleiben. Es gibt keine Ersatzteile. Es ist Feiertag. Also Katastrophe pur. Wenn ich da irgendwo stehen bleibe, das ganze Gepäck und so weiter und so fort. Also stehen bleiben ist ein No-Go. Wegen dem habe ich Werkzeug ohne Ende mitgenommen. Und ja, hoffentlich kann ich es aber auch selber reparieren. Und jetzt sage ich mal, starten wir einfach die Reise. Es geht ab nach Ungarn und drückt mir die Daumen. Hoffentlich geht alles gut. Schaut euch mal den Kofferraum an, wie viel Platz da drin ist. Eigentlich nichts mehr. Ein Koffer und hier jede Menge Werkzeug und hin und her noch was zum Essen und so weiter. Unten ja, alles voller Werkzeug. Hier hinten Seil und was weiß ich nicht alles. Das werde ich vielleicht in irgendeinem Bunker oder so brauchen, denn da ist es ja nie ganz sicher, ob man da normal reinkommt oder nicht. Und ja, und schaut euch mal innen an. Die Innenbeleuchtung habe ich auch repariert da oben. Zack, die leuchtet. Schaut euch mal dieses Cockpit an. Also, was will man mehr? Luxus pur. Man hat alles, was man braucht. Jetzt starten wir endlich los. Ihr könnt mich auch gerne auf Instagram abonnieren, wenn ihr wollt. Dort poste ich auch immer wieder mal Bilder und so weiter von Orten und so weiter, wo ich momentan bin. Und ja, jetzt geht's aber los endlich. Zack. Licht einschalten. Bam, Licht läuft, alles läuft. Schaut mal her, habe ich noch gestern repariert. Zack, tadellos funktioniert alles. Und jetzt geht's ab mit der wilden Fahrt. Leute, abonniert mich, unterstützt mich. Ich habe euch wieder mal meinen PayPal-Account unter dem Video verlinkt. Wieso? Ja, weil alles sehr, sehr teuer ist. Ihr wisst es ja selber, wenn man am Reisen ist, wie viel das Ganze kostet. Also für eine symbolische kleine Unterstützung würde ich mich auf jeden Fall freuen und ja, vielen, vielen Dank. Nochmal einen kurzen Soundcheck, oder? Eigentlich habe ich es schon 5-mal gemacht, aber für euch nochmal, schaut mal, wie ruhig der läuft. Perfekt. Ideal. Keilriemen sieht noch gut aus. Keine merkwürdigen Geräusche. Sehr gut, so soll es sein, oder? Der läuft ja besser wie neu, wie ein neues Auto, oder? So, und jetzt geht's endlich los mit der wilden Fahrt. Hier nochmal als Beweis, man muss ja den Leuten immer alles beweisen, sonst glaubt ihr keiner etwas. Wir starten hier in Salzburg und dann geht's ab hier nach Linz, Wien, wie schon vorher gezeigt in dieser Animation und immer weiter nach Budapest. Hier ungefähr die Ankunftszeit, 12 Uhr. 5 Stunden Fahrt, wahrscheinlich mit dem Auto werden es eher 6
und ja, 560 Kilometer. Ich bin jetzt genau mit 42.000 Kilometern losgefahren. Wir werden dann am Ende schauen, wie viele Kilometer wir insgesamt mit dem Auto gefahren sind. Noch eine kurze Info an alle, die nach Ungarn fahren wollen. Ich hoffe, ihr wisst, dass ihr eine Autobahnvignette braucht. Ich habe sie einfach online gekauft, also einfach das Kennzeichen eingeben und los geht's. Also geht ratzfatz und funktioniert ohne Probleme. Ich wünsche euch allen noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wahrscheinlich kommt dann das nächste Video erst im nächsten Jahr. Weihnachten ist leider schon vorbei, also wenn ihr euch das Video ansieht, wird schon Weihnachten ungefähr eine Woche her sein. Aber ja, ich kann euch eventuell noch schöne Weihnachten wünschen, ja, im Nachhinein. Denn heute ist der 25. Dezember, gestern war ja Weihnachten. Aber ja, trotzdem, schöne Weihnachten, hoffentlich hattet ihr schöne Weihnachten, sagen wir so. Und ja, wie ihr sehen könnt, es ist dunkel, man sieht überhaupt nichts. Aber wir sind schon eine Stunde gefahren. Boah, da hinten ist es rot. Ich weiß nicht, kann das die GoPro aufnehmen? Leider sieht man von den ganzen Bäumen nichts. Aber Sonnenaufgang mit mir genießen, da seht ihr mal, was ihr alles mit mir erlebt. Also unvorstellbare Sachen. Momentan sieht es so aus, 8 in der Früh, die Sonne kommt schon langsam raus, alles wunderschön rötlich. Und ja, der Yugo fährt ohne Probleme, wie es auch sein soll. Ja. Die Leute überholen mich. Ja, auch wie es sein soll, oder? Gut, solange mich die LKWs nicht überholen, passt alles. Schaut euch den an. Aus England, ein Rechtslenker und vor mir so ein VW Polo. Man weiß nicht, wer langsamer ist, ich oder der Polo da vorne. Wir brennen mit 100 km/h 6 Stunden lang nach Ungarn, so muss es sein, oder? Jetzt sind wir gleich mal in Wien, könnt ihr sehen am Navi. Also Wien ist nicht mehr weit weg und ja, bis jetzt passt alles perfekt. Schaut mal, wie schnell ich unterwegs bin, sogar 110 km/h bin ich sogar teilweise unterwegs, das ist ja unfassbar, oder? Schaut euch das mal an, wie der Gangschalter vibriert, wenn man 110 km/h fährt. Also hoffentlich kann das die GoPro aufnehmen, der vibriert, wie wenn er, keine Ahnung, da gleich rausspringt der Hebel. Das Wetter ist auch traumhaft. Gestern hatten wir 15 Grad im Dezember, Ende Dezember. Das ist ja ein Wahnsinn, oder? Und die ganze Woche soll jetzt so warm bleiben. In Budapest soll auch das Wetter wunderschön sein. Also idealer kann dieser Ausflug nicht sein. Ihr seht ja selber, wie es ist. Wunderschön. Man kann eigentlich fast mit dem kurzen T-Shirt herumlaufen. Also neben uns ist eigentlich Wien und wir müssen jetzt rechts da irgendwo nach Ungarn und Budapest. Rechts halten auf, 21 Richtung Budapest. Ja, genau. Hier steht es nochmal, Budapest, rechts. Gaststation, genau, da werden wir jetzt mal schauen, wie viel der Sprit kostet. Oh, ist das geil, hä? Oh, wieder mal langsam fahren, hä? Die Ohren wieder ein bisschen erholen. So, wie viel kostet hier der Sprit? Den Kreisverkehr zum Wenden nutzen, ja, dann ja, rechts schalten. Ist schon gut, ist schon gut. So. Oh, hier ist es teuer. Nee, 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 da fahren wir. Ey, wieder! Warte vor mir, gibt's das? Was macht denn der Junge? Nee, aber da tanke ich nicht, die können mich am Arsch lecken. 2 Euro, 2,20 Euro. Nee, 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 nee. Jetzt werde ich hier mal stehen bleiben.
Ich werde jetzt Pause machen, etwas essen, das Auto nochmal kontrollieren, ob da alles in Ordnung ist. Und tanken werde ich jetzt irgendwo im Ort. Jetzt fahre ich keine Ahnung wohin. Können mich am Arsch lecken. 2 Euro Serbien. Also Wien ist ja echt halb Jugoslawien, kann man sagen. Hier sind echt am meisten Leute von da unten. Wo bleiben wir denn stehen? Wo ist denn ein schöner Platz? Ja, bleiben wir hier irgendwo stehen. Klo vielleicht, gibt es keins, muss man... In 250 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Junge, was ist denn da los eigentlich? Schaut euch das Kennzeichen an. Serbien, da hinten waren auch 3-4 Autos. Kroatien viel. So, erste Pause. Gang sollte ich schon einlegen. Die erste Pause, ich bin 342 Kilometer gefahren. Oh, der Wind schlägt die Tür zu. Die Tankanzeige ist ungefähr bei der Hälfte. Also normal, jetzt geht sie halt ganz langsam hoch. Eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, der Verbrauch liegt so momentan bei 6 Liter, 6,5. Das passt eigentlich ganz gut. Und ja, jetzt gibt es mal etwas zum Essen. Und ich muss mein Handy aufladen. Und ich werde den Motor nochmal abchecken. Alle 100 Kilometer gefühlt. Und die meisten Leute machen das irgendwie einmal im Jahr. Aber bei dem Auto muss es öfters sein, weil Sicherheit geht vor. Ich will nirgendwo stehen bleiben. So, bezahlen. Bezahlen im Shop. Super 98 E5 nehmen wir. Sonst schimpft ihr wieder alle, wenn ich E10 nehme. Geht's? Ah, jetzt. Mir hat sogar vorhin einer seine Visitenkarte gegeben von so einem Abschleppdienst. Der wollte den Jugo kaufen, aber ich habe gesagt, falls ich eine Panne habe, brauche ich dich und dann verkaufe ich ihn dir vielleicht. Also ich bin abgesichert, falls ich eine Panne in Ungarn habe, der Typ kommt und schleppt mich ab. Boah, es geht so ein Dreckswind da draußen, aber es passt alles. Schaut euch das Öl jetzt an. Es ist noch immer unsichtbar, also gelblich, goldgelblich, komisch. Das wird einfach nicht dunkel. Aber ja, sonst passt eigentlich alles wunderbar. Sieht alles normal aus. Hier ist fast nichts mehr drin. Jetzt werden alle sagen, oh mein Gott, wie kannst du mit so wenig Kühlflüssigkeit fahren? Leute, ich konnte mir nirgendwo eine kaufen. Es hat sich echt nicht ergeben. Aber es ist noch ein bisschen etwas im Behälter drin, unter Minimum, aber... Das müsste aber normalerweise gehen, jetzt im Ausnahmefall. Aber sonst passt alles. Es läuft nirgendwo etwas raus. Ja, ich kann jetzt eigentlich nichts Merkwürdiges entdecken. Ja, der Keilriemen sieht auch noch schön aus. Etwas locker vielleicht ein bisschen, aber ja, sonst gut alles. Meinen Noco Boost habe ich auch wieder ausgepackt zum Handy aufladen. Läuft perfekt. Draußen geht so ein abartiger Wind, das ist echt nicht normal. Kann man sogar vielleicht hören, wie es ins Auto reinpfeift. Und jetzt werde ich schnell mal etwas essen und dann geht es weiter. Wir haben noch ungefähr 2 Stunden bis nach Budapest. Passt ganz genau, also ich müsste so um 14 Uhr dort sein, ideal. Ich habe noch genug Zeit, um mir den Lost Place anzusehen. Ihr könnt mir ja einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr wollt, was so die schönsten Sehenswürdigkeiten in Ungarn sind. Vielleicht, falls Zeit überbleibt, sehe ich mir auch noch irgendwas Schönes an. Ja, aber lange bleibe ich leider nicht, nur 2 Tage. Was ich mich frage, was machen hier die ganzen Deutschen? Ich weiß nicht, fahren die alle nach Ungarn? Sind das alles Pensionisten? Denn es sollen ziemlich viele Deutsche in Ungarn sein, also die Pension genießen. Ich sehe so extrem viele deutsche Kennzeichen hier. Ganz wichtig nochmal, immer Vignette kaufen, also entweder zum Draufkleben oder digital. Ich habe es jetzt auf das Kennzeichen noch gestern bestellt. 10 Tage ist das Minimum, was es gibt, glaube ich. Ja, ich glaube 10 Tage war das wenigste, was man kaufen kann. Um die 13 Euro, glaube ich, hat es gekostet. Und es gibt echt Leute, die fahren langsamer wie ich mit meinem Auto, obwohl die ein normales Auto fahren. Also die könnte ich jetzt fast theoretisch überholen. Aber gut, sagen wir ja. Es ist 60. Und jetzt sind wir in Ungarn. Schaut euch das an. Hier ist die Grenze. Ungarische Grenze.
Das erste Mal mit dem Auto in Ungarn. Schauen wir mal, was uns erwartet. Matrica, Vignette. Boah, muss ich aufpassen. Nicht, dass ich in den Rückwärtsgang reinschalte. Da merkt man gleich den Unterschied. Ja, die Straßen von tipptopp gleich auf sehr schlecht. Aber es geht schon. Ja. Man muss ein bisschen ausweichen und so weiter den Schlaglöchern, aber sonst tipptopp alles. Boah. Hoffentlich hält das mein alter Jugo aus. Ja, schaut euch das an, nur deutsche Kennzeichen, das gibt's doch gar nicht. Und hier steht Budapest. Immer geradeaus. Und dann zeige ich euch mein Hotel und so weiter. Ist nichts Besonderes, aber machen wir so eine kleine Room-Tour, wie es die ganzen YouTuber sagen. Also das Wetter hier ist echt ein Traum. Angenehme 15 Grad ungefähr. Da kann man ja schon fast schwimmen gehen, oder? Wahnsinn, also. Das Wetter ist ja echt sehr, sehr schön. Also für Ende Dezember, besser kann man es doch gar nicht haben, oder? Es ist nicht zu warm, zu kalt. Boah, was ist hier passiert? Hat es einen Anhänger verloren? Oh, irgendwas ist da passiert mit den zwei Autos. Ich glaube, der hat seinen Anhänger verloren. So, jetzt bin ich nochmal stehen geblieben. Ich muss mir hier mein Zeug vorbereiten, was ich dann anziehe für den Lost Place, denn ich muss dann in einen Bunker reinkriechen und so weiter. Es wird ziemlich schmutzig und das kann ich natürlich nicht in dem schönen Gewand machen. Was sollen die dann im Hotel denken? Wer ist denn da gekommen? Irgendein Vollidiot da mit so einem alten Auto und schmutzig und Obdachloser, oder was ist denn los mit dem Jungen? Wegen dem bereite ich mir das jetzt alles vor. Und dann brauche ich nur schnell da reinhüpfen in das Gewand und ja, und dann filme ich den Lost Place ab. So, und jetzt geht's weiter mit der wilden Fahrt. Er startet immer sehr gut an, das gefällt mir. Das ist positiv. Er hat sich auch noch nie ausgeschalten oder irgendwas. Alles sehr positiv. So, wo ist der? Tirol. Junge, was machen die aus Tirol? Und jetzt geht's weiter nach Ungarn. So. Boah, dieses Beschleunigen ist immer ziemlich anstrengend mit diesem Auto, ja, denn die pfeifen da mit 150 vorbei. Und du kommst gerade mal auf 100, ja, in einer Minute. Genau, und ihr könnt meinen Kanal abonnieren, das Video liken, wenn es euch bis jetzt gefällt. Nicht vergessen. Und ja, wir fahren da jetzt immer weiter und weiter Richtung Hauptstadt, Hauptstadt von Ungarn. Ich melde mich wieder. In der Zwischenzeit habe ich einen Bunker abgefilmt. Ihr werdet sprachlos sein. Was das für ein Bunker ist, der kommt dann nächste Woche auf diesem Kanal. Es handelt sich um einen Bunker voll mit medizinischen Sachen, Medikamenten, Werkzeug, alles Mögliche. Voll, wirklich bis zum geht nicht mehr aus dem Kalten Krieg. Den habe ich jetzt in der Zwischenzeit abgefilmt. Also es ist eine Stunde vergangen. Für euch ist das alles, sind das nur ein paar Sekunden. Und jetzt geht's ab zum Hotel. Ich weiß nicht, ob ich zuerst zum Hotel fahren soll und dann etwas essen. Schauen wir mal. Ich glaube, zuerst zum Hotel. Fahren wir zuerst zum Hotel, dann schauen wir uns das Hotel an und dann werde ich irgendwas essen gehen oder so. Denn ich habe schon einen ordentlichen Hunger, nur einmal heute gegessen. Und ja, das ist der Plan für die nächsten Stunden und dann morgen geht es dann ab wieder. Lost Place, Lost Place, Lost Place. Dann habt ihr wieder verlassene Orte. Dann sagt ihr nicht ständig, das wird ein Autokanal, sondern es wird ein alles mögliche Kanal. Fällt mir sehr, sehr schön hier, wirklich. Also irgendwie Budapest hat irgendwas, wirklich. Also kann ich nur empfehlen. Ah, jetzt müssen wir hier links abbiegen. Ich war ja im April oder wann war das? Mai war ich zum Beispiel in Belgien, da Brüssel und so weiter. Also dort würde ich nicht leben, wenn sie mir ein Haus schenken würden, wirklich. Also ich bin da sogar zwei Tage
bevor der Urlaub aus war, also bevor ich abfahren musste, bin ich einfach selber heimgefahren, denn ich hatte null Bock auf das, wirklich. Also ich habe mich so ekelhaft dort gefühlt. Das ist hier in Budapest irgendwie ganz anders. Man fühlt sich viel freundlicher irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da los war, aber Belgien fahre ich nie wieder mehr. Gefällt mir überhaupt nicht, also meine Meinung. Boah, sieht das schön aus. Hier auf dieser Brücke, schaut euch das mal an. Die Aussicht ist ja phänomenal, egal wo man hinschaut. Boah, schön. Sehr schön hier, wirklich. Brutal. Und weit habe ich es nicht mehr, 10 Minuten bis zum Hotel. Wo bin ich denn schon wieder? In irgendeiner Gasse? Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Alter Schwede, Moment, ich muss das Radio leiser stellen, sonst wieder Probleme mit dem Urheberrecht. Man könnte ja 2 Cent daran verdienen. Das wäre ja Weltuntergang. Schauen wir mal, aber jetzt haben wir es, oder? Jetzt müsste es passen, oder? Jetzt links abbiegen. Genau, hier darf man wieder rechts nicht abbiegen, also schrecklich. Jetzt bin ich gleich da, 2 Minuten einmal rechts fahren und dann müsste ich bei meinem Hotel sein. Hier die Gegend ist ziemlich schön, man kann super essen gehen, habe ich schon gesehen. Man hat hier alles in der Nähe, perfektes Hotel ausgewählt. Boah, wer kennt diese legendäre Melodie? Scheiße, jetzt habe ich den Gang nicht getroffen. Super, also der Check-in ging wirklich super schnell. Jetzt muss man hier schauen, to the rooms, also rechts, oder? Rechts zum Lift. Ich bin im letzten Stock, hat sie gesagt. Also so heißt das Hotel, A und O. Bis jetzt echt super, also ich kann mich nicht beklagen, ja, für dieses Geld. Zimmer 426. Den Jugo habe ich gleich vor dem Hotel geparkt, ja, also fast vor dem Hotel. Parkplatz ist nicht so ganz einfach zu finden, aber es geht. Es geht. Es geht alles, wenn man will. Und jetzt kann ich mich endlich mal hinlegen. Boah, nach 7 Stunden fahren, nach Lost Place filmen, habe ich mir das jetzt echt verdient, glaube ich. Oder was meint ihr? Obwohl, nein, Essen muss ich auch noch besorgen irgendwo. Das ist wie so ein Innenhof da. Und die Zimmer sind außen, ja. Ich habe 400, was hat sie gesagt, 26? Oh, ja, 400. Wo bin ich zu Hause? 426, ja. Schauen wir mal. 400, ah ja, hier bin ich, oder? Daheim, 426. Schauen wir mal, ob das... Junge, wie funktioniert das? Ach so, drücken muss man. Okay. Schauen wir mal Licht an. Okay, sehr klein. Sehr klein, aber mehr brauche ich nicht. Jetzt kann ich hier sogar eine hierher holen. Ja, Tinder ist schon wieder am Explodieren. Lauter Matches. Also 2 Schlafplätze. Ich dachte, es ist nur ein Einzelbett. Für einen ordentlichen YouTuber müssen immer 2 Betten her. Gut, Bad. Wie sieht das Bad aus? Schauen wir mal, wo schaltet man das Licht ein? Außen, oder? Boah, ist es hier heiß. Bad sieht eigentlich auch, oder? Tipptopp aus. Man kann nicht sagen, man hat Klopapier, man muss sich das Klopapier nicht mitnehmen, ja? Oder mit der Hand abwischen. Handtuch, ja, Shampoo, man hat ja alles da. Das ist ja wie ein Luxushotel, kann man sagen, fast. Ein Spiegel und das war's, ein Fernseher, Internet hat man. Also ideal, ich kann mich nicht beschweren, alles was man braucht. Sollen wir mal schauen, was es im Fernsehen zu sehen gibt? Schaut euch das mal an, was ist denn das für ein Schwätzer hier? Schaut euch mal das an. Kommt euch der bekannt vor? Schaut euch das an. Auf die höchste Passstraße, was kommt dann? Dann kommt erstmal Werbung. Jetzt werden wir mal die Werbung überspringen. Skip. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal.
Na, wer ist das? Der kommt mir doch bekannt vor, oder? Schaut euch das an. Was labert der da für einen Müll? Kennt ihr den? Kommt euch der bekannt vor, der Typ da? Im Fernsehen. Nur Blödsinn redet der. Ach ja, die Betten sind auch richtig gut. Die sind stabil. Also, sehr gut, das gefällt mir. Also man kann echt nicht meckern. Die Zimmer sind zwar sehr, sehr klein, aber man hat eigentlich alles, was man braucht. Und für so ein paar Tage ist es echt ideal. Endlich kann ich mich ein bisschen entspannen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Reise nach Budapest. Wenn ihr mehr von solchen Reisen sehen wollt, schreibt mir einen Kommentar. Unterstützt mich. Ich verlinke euch meinen PayPal-Account. Es muss nicht viel sein. Einfach nur ganz kleine symbolische Spenden. Denn ihr wisst nicht, wie teuer so Reisen sind. Unvorstellbar, ja. Also unterstützt mich ein bisschen, damit ich weiterhin so Reisen machen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liked das Video, abonniert meinen Kanal. Ich sehe mir hier noch so einen jugoslawischen Film an. Bal na Vodi oder Hey Babu River. Den haben die Amerikaner sogar nachgefilmt von 1985. Ziemlich geiler Film. Wollte ich mir immer mal ansehen, aber bin nie dazu gekommen. Jetzt habe ich endlich mal Zeit und sehe mir mal den Film an. Und ja, das war's mit dem Video. Jetzt werden ein paar Lost Places die nächsten Wochen kommen. Nicht immer nur Auto-Videos und sogar ein paar ziemlich geile Bunker. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen, was ich heute abgefilmt habe. Einfach krank. Gut, das war's mit dem Video. Wir sehen uns nächstes Wochenende. Auf Wiederschauen und reingehauen.